Mal mehr auf ihre Wünsche aufmerksam machen. Am 14. April marschieren sie in Bozen wieder einmal für die Freiheit Tirols auf. Dabei geht es in erster Linie um die Abkoppelung Südtirols von Italien. Den Autonomiepolitikern sind solcherlei Kundgebungen ein Dorn im Auge. Doch den gesetzlichen Rahmenbedingungen für die Bildung eines Freistaates Tirol haben die Schützen schon immer getrotzt. Märsche hatten in der Geschichte schon immer etwas Zwiespältiges. Zum einen will man geschlossen gegen Missstände aufmerksam machen, zum anderen geschieht dies in der Regel in sehr strammer, streitbarer, ja martialischer Form. Doch Südtirols Schützen stört dieser Anachronismus keineswegs. Los von Rom ist ihr Ruf. Der Kommandant weiß um das bewährte Motto. Jeder, der den Staat so beibehalten will, wie er heute ist, der sagt, es ist schwierig oder es ist sogar unmöglich, etwas am derzeitigen Gebilde Italien zu verändern. Auf der anderen Seite sehen wir, dass in den letzten 60 Jahren sich auf der ganzen Welt über 100 neue Staaten gebildet haben, Grenzen verschoben worden sind, Wiedervereinigungen stattgefunden haben. Und so etwas streben wir natürlich auch als Schützenbund an. Angesichts der schon seit langem anhaltenden römischen Misere ist es ein leichtes, mit sezessionistischen Lockrufen die Volksseele zu bewegen. Doch die Verantwortlichen im jahrelangen Aufbau der Autonomiebestrebungen können Märschen, die einen Freistaat ausrufen, wenig abgewinnen. Wir haben keine Garantie, dass wir heute ein Selbstbestimmungsrecht ausrufen können. Wir haben keine Garantie, dass wir einen eigenen Staat machen können. Das heißt, den Leuten irgendetwas vormachen, was nicht in die Tat umgesetzt werden kann. Beim geplanten Marsch am 14. April sollen Mitglieder der Bundesleitung der Schützen dem italienischen Regierungskommissar, dem höchsten Vertreter Roms in Südtirol, eine Abschiedserklärung überreichen. Bei diesem Freiheitsmarsch geht es uns vor allem darum, eine breite Basis zu finden. Und deshalb sagen wir jetzt nicht explizit, dieses oder jenes ist am Ende die richtige Lösung nach der Abkoppelung von Italien. Das soll natürlich das Volk entscheiden, das werden sicher nicht die Schützen entscheiden. Was wir aber ganz klar auch sagen, man kann so viele Träume haben, wie man will. Aber man wird sie erst dann verwirklichen, wenn man sich auch entschließt, daraus zu erwachen und etwas zu tun. Und genau deshalb machen wir diesen Freiheitsmarsch. Dass Märsche, Aufmärsche und politische Kundgebungen auch in friedlicher Absicht mitunter einen Bumerang-Effekt erwirken können, scheint den uniformierten und gefiederten Wächtern des Tirolertums einerlei zu sein. Es ist so, dass natürlich das wieder etwas Unruhe hineinbringt, weil man den Leuten Hoffnungen macht, weil man den Leuten sagt, schaut, alles wäre möglich, wir sollten nur wollen, dann geht alles. Vor allem jetzt vor dem Alpini-Aufmarsch, Sie können sich vorstellen, dass das dazu beiträgt, dass auch die anderen Leute wieder irgendwie entsprechend reagieren. Wir brauchen in Südtirol, gerade in der heutigen Zeit, Ruhe, Besonnenheit. Wir müssen mit der römischen Regierung verhandeln und schauen, dass wir unsere Rechte absichern können. Nichtsdestotrotz. In 5 Wochen heißt es abermals los von Rom. Und dies unabhängig davon, wer in der ewigen Stadt gerade am Ruder sitzt.